Ja, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu Gute Nacht Österreich. Wir sind zurück. Und seitdem ich die ORF-Sommergespräche gesehen habe, kommt mir mein kleines, feines Studio plötzlich vor wie das Happelstadion. Falls Sie sich im Sommer auch eine Auszeit von der Politik genommen haben oder länger verreist waren und sich nun die Frage stellen, ob Sie etwas versäumt haben, dann kann ich Sie beruhigen, nein. Es hat überhaupt nur eine einzige Meldung aus Österreich gegeben, die es in die internationalen Schlagzeilen geschafft hat. Eine brasilianische Riesenspinne, deren bis zur Dauererektion führen kann, hat in Krems dafür gesorgt, dass ein Supermarkt gesperrt werden musste. Darüber wurde dann von New York über Großbritannien bis Indien in der ganzen Welt berichtet. Da stelle ich mir schon die Frage, was sagt denn eigentlich der Bundeskanzler dazu? Das ist doch alles nicht mehr normal. Naja, man hat die Normaldenkenden als neue Zielgruppe entdeckt. Völlig zu Recht, denn in diesem Sommer haben sich ja viele nur drei Fragen gestellt. Nein, nicht, habe ich noch genug Geld, um Essen zu kaufen? Kann ich meine Miete bezahlen? Und wie geht es jetzt mit den Energiepreisen weiter? Das schon auch, ne? Aber vor allem... Bist du noch normal? Was ist eigentlich normal? Darf man überhaupt noch normal sagen? Ja. Daneben hat sich der Bundeskanzler noch für das Bargeld in der Verfassung stark gemacht. Blöd nur, dass die Leute halt kein Bargeld haben, solange alles immer teurer wird. Außerdem betrachten viele Juristen den Vorstoß als kritisch, um nicht zu sagen unnötig. Aber ja, ich verstehe schon, warum die ÖVP Bargeld so gerne hat. Ich meine, Korruption ist mit einer Bankomatkarte halt um so viel schwerer. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler hat heuer ein ganz besonderes Angebot zum Frequency-Festival mitgebracht. Wenn sich jemand das Klimaticket-Logo hat tätowieren lassen, hat es dafür ganz ernst ein gratis Klimaticket gegeben. Endlich einmal Politik, die unter die Haut geht, aber wohl auch zu weit. Wer hätte gedacht, dass das Arschgeweih als dümmstes Tattoo jemals Konkurrenz bekommt? Nur, ich meine, was weiß man schon. Ne? Vielleicht findet die Aktion bald die ersten Nachahmer und nächstes Jahr bekommt dann jeder, der sich ein Porträt von Martin Polaschek tätowieren lässt, die Matura geschenkt. Ja, Festivals im ganzen Land. Heuer wurde wieder so richtig gefeiert. Es war ein Sommer wie damals, ne? Ein Sommer wie vor Corona, ein Sommer wie 2019. Nur für die FPÖ-Jugend war es ein Sommer wie 1939. Europa sorgt dafür, dass wir keine Zukunft haben werden. Wir aber wollen eine Zukunft. Wir erkennen, wie der Zeitgeist unsere Heimat und unsere Traditionen für eine multikulturelle Dystopie opfert. Wir sind eine Gemeinschaft, denn wir teilen ein gemeinsames Ziel. Wir stehen zusammen in unserem Streben für den Schutz unseres Landes, unserer Freiheit und dem Erhalt unserer Identität. Okay. Das Video erinnert vielleicht in seiner Bildsprache wirklich an finstere Zeiten. Aber man muss fairerweise sagen, die FPÖ-Jugend hat überlegt, etwa die Passage mit dem Bevölkerungsaustausch aus dem Video zu streichen. Doch Herbert Kickl hat gemeint... Das schneiden Sie jetzt aber nicht aus, gell? Ja, der Freiheitliche Parteiobmann hat das Video großartig gefunden. Dabei sollte gerade er wissen, dass man in seiner Jugend auch wirklich großartige Sachen machen kann. Zum Beispiel schmusen. Ja, ich weiß, das will man sich nicht vorstellen, aber damit sind wir bei einer ganz besonderen Love Story. Die ehemalige und langjährige Grünen-Chefin Eva Klawischnik hat für das Outing des Jahres gesorgt. Da war einmal das Thema Herbert Kickl, beides Kärntner, glaube ich, gleiche Schule, gleiche Klasse, irgendwas war doch einmal sehr identisch. Wir haben uns geküsst, ja. Ihr habt euch geküsst? Ja. Gibt es Outing mit Küssen? Weiß ich gar nicht. Ja. Ja? Ja. Mhm. Ne, was jetzt? Ja, ja. Ja. Aber da waren wir ganz jung. Wie alt? 14. Nein, verjährt oh. Nicht. Mit 14 war also Herbert Kickl zum letzten Mal zu einem Kuschelkurs bereit. Es war auf jeden Fall die Sensation des Sommers, eine Überraschung für alle. Für alle? Nein. Ich habe es ja immer gewusst. Obwohl ich mich natürlich blöd gestellt habe, damals im April 2016, als ich das Thema erstmals an die Öffentlichkeit gebracht habe. Das Mastermind-Plan ist ja Herbert Kickl, mit dem Sie gemeinsam in der Oberstufe oder im Gymnasium waren in Kärnten, wenn ich richtig informiert bin.
um es kurz zusammenzufassen, nicht, wäre nicht vielleicht alles ganz anders gelaufen, wenn Sie ihn damals in der Oberstufe geküsst hätten? Das war jetzt ernsthaft eine Antwort von mir, oder? Sie ziehen die Frage zurück, oder? Nein, nein, nein. Ich ziehe die Frage sicher nicht zurück. Da war die Frau Klawischnik ganz perplex. Aber ich habe gespürt, tief unten ist da was versteckt. Also habe ich im September 2017 auch einmal bei Herbert Kickl nachgefragt. Herr Kickl, Sie waren mit der Eva Klawischnik gemeinsam in die Schule. Wäre nicht alles anders gekommen in Österreich, wenn Sie sie in der Oberstufe geküsst hätten? Bitte. Sind so gut, nur diese Frage. Ja, wir kennen das ja alle. Ne? Männer müssen ihre Gefühle öfters einmal überspielen. Auch wenn Kickls Reaktion nicht gerade vermuten lässt, dass er zur Zärtlichkeit überhaupt fähig ist. Ja. Eine Liebe über alle Parteigrenzen hinweg, die hat uns auch in diesem Sommer den Atem geraubt. Georg Dornauer liebt Alessia Ambrosi. Und jetzt fragen Sie sich natürlich alle, wer zum Teufel ist Georg Dornauer? Der Tiroler SPÖ-Chef und Landeshauptmann-Stellvertreter musste wegen seiner neuen Freundin innerparteilich harte Kritik einstecken. Ist doch Ambrosi eine italienische Rechtspolitikerin? Ja. Georg Dornauer liebt also eine Postfaschistin, natürlich auch eine Möglichkeit, über den Sommer braun zu werden. Obwohl die Stimmung in der SPÖ langsam besser wird. Hans-Peter Doskozil hat sich ja nach dem Auszählungsdebakel am Juni-Parteitag konsequent aus der Bundespolitik zurückgezogen und mischt sich in interne Parteiangelegenheiten nicht mehr ein. Wie ja zum Beispiel die Schlagzeile der letzten Tagen beweisen. Und täglich grüßt das Murmeltier aus dem Burgenland. Fassen wir also den Sommer noch einmal zusammen. Wir hatten Liebe über die Parteigrenzen hinweg, ein unsägliches FPÖ-Jugend-Video, Gehwesslers Klimaticket-Tattoos und einen Kanzler, der sich über Normalität und Bargeld Gedanken macht. Das ist doch alles nicht mehr normal. Genau, weil wenn das wirklich jene Themen sind, die uns politisch am meisten beschäftigen, dann kann ich eigentlich schon jetzt sagen, gute Nacht, Österreich. Erstmals seit Corona hat der Tourismus in vielen Ländern wieder neue Rekorde verzeichnet, was natürlich auch Schattenseiten mit sich bringt. Hallstatt zum Beispiel wurde heuer wieder von Touristen aus aller Welt überrollt. Bis zu 10.000 Besucher treffen dort täglich auf 800 Einwohner. Viele Einheimische fahren selber schon nicht mehr weg, um die Welt zu sehen. Die sagen, wenn ich fremde Kulturen kennenlernen möchte, bleibe ich am besten daheim. Und die Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler hat den Hallstättern jetzt via Zeit im Bild 2 ausrichten lassen, dass sie ihre Hausaufgaben in der Pandemie nicht gemacht hätten und besseres Besuchermanagement einrichten sollten, was vor Ort allerdings mit mäßiger Begeisterung aufgenommen worden ist. Höchste Zeit jedenfalls für mich, mir im Salzkammergut ein Bild zu machen und den Hallstättern gleich ein paar gute neue Tipps aus Wien zu bringen. Nach einer Corona-Verschnaufpause wird Hallstatt auch in diesem Sommer wieder von den Touristen massen überrannt. Wenn Sie sich etwas wünschen aus China, dann ist es noch einmal Corona. Ja, irgendeine andere Pandemie. Ja, harmlose. Haben Sie vielleicht auch eine Botschaft an die Touristen? Die sollen sich mal zusammenreißen, dass, weil das ist ein Stross. Sehnen Sie sich manchmal nach der Ruhe von New York, Rom oder Bagdad? Und weil alle immer sagen, das Problem ist so schwer in den Griff zu kriegen, das kann ich mir nicht vorstellen. May I ask you, where are you from? From France. Yeah, we live in Florida. Okay, yeah. And you now want to storm Hallstatt right after you have stormed the capital? If you want to visit a town which is not so crowded, I could recommend St. Pölten. Okay. Jetzt ist es ja so, dass die Chinesen in China Hallstatt kopiert haben. Ja. Werden Sie jetzt demnächst die chinesische Mauer kopieren? Also das ist möglich, ja, wenn man so einen Bürgermeister fragt.
Ich bespreche die Situation jetzt mit dem Bürgermeister. Übrigens, obwohl hier alles voller Ausländer ist, ist der Mann nicht von der FPÖ. Ist der Bürgermeister da? Ja, vielen Dank, Herr Bürgermeister, dass wir hier sein dürfen. Meine erste Frage gleich, sind denn eigentlich wirklich so viele Touristen in Hallstatt oder hat sich da einfach jemand aus Ihrer Partei verzählt? Nein, es sind wirklich so viele, aber das Problem ist, dass wir gar nicht zählen können, weil wir gar nicht alle Zahlen wissen. Da gibt es natürlich schon Ideen oder Maßnahmen, wie man dem Ganzen Herr werden kann. Ich glaube, dass die Staatsmacht eigentlich immer wieder auch härter durchgreifen sollte. Ne? Hello, may I see your ticket, please? Hello, may I see your ticket? Ticket? Yes. Ja, das wird oft von unserer Bürgerpartei verlangt. Dem Gemeinderat ist uniformiertes Wachpersonal. I'm sorry, sir. I need to see your tickets, please. Tickets? Sorry? The tickets for the entrance. Ticket for what? We didn't buy one. You didn't buy one? No. Okay. So I have to ask you to leave. Really? No, I can hear that. Okay, so I need to ask you to go back. Okay. Yes. Sorry. Is it here? Is it inside or sitting? You have to pay, yeah? Okay. Entrance. Die Hartvariante Touristiker haben, ist ja sowas wie in Hallstatt nicht haben. Und das will ja die Hallstätter Bevölkerung nicht haben. Das wäre für uns der absolute Super-GAU. Also das wollen wir nicht. Aber man kann doch die Besucher nicht nur zur Disziplin streicheln. Ersuchen. Excuse me, I'm the official guide of Hallstatt. Would you please follow me? So, die haben wir gleich mal aus. Ja. This direction, this direction. So, die fliegen als nächstes aus. Please, this direction. Oder man muss sich vielleicht was einfallen lassen, dass man diese Touristenströme auch weglenkt aus dem Ort. So, mit einem Freibier. Haben wir gleich mal ein paar Touristen ausgelocken, ne? Husch, husch, weg von hier. Sorry, sir. I have here a voucher. Okay. For a free beer. For a free beer? Yes, yes. All right. You're interested? Sure. Yes? But it's not in Hallstatt, it's in Obertraun, yeah? Where? Obertraun. It's the next village. The next village? You okay. Just leave Hallstatt and go to the next village, okay? All right, sure. Yeah? Okay, and there's a road around the lake there, right? Absolutely. Okay, yes. Great. Thank you very much. Okay, it's fine. Okay. If you leave Hallstatt, then take the... Okay, what's the... Okay. It's just to get you out of here. Okay. This direction. Thank you. Yeah. You just leave the city, you leave Hallstatt, go to Obertraun. Great. Thank you. Have a nice evening. Good bye. This direction. Das war's hier aus Hallstatt. Mein Fazit. Die Probleme wirken größer, als sie tatsächlich sind. Man muss sich nur ein bisschen bemühen. Endlich ist der erste Film über Sebastian Kurz erschienen, nämlich sein eigener. Aber verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich vertrete nicht die These, dass jemand narzisstisch sei, nur weil er mit 37 Jahren schon 3 Biografien und einen Film über sich hat machen lassen. Ja, es ist ja ein so großartiger Film, noch dazu, wie auch die Webseite zum Film verrät, ein Porträt über einen Menschen, dessen Name Synonym und Mysterium geworden ist. Das sagen natürlich einige, hier liegt eine Verwechslung vor, Kurz ist nicht Mysterium geworden, sondern Martyrium. Das sagt jedenfalls bestimmt Bundeskanzler Karl Nehammer, der liebe Parteifreund. Sebastian hat ihm nämlich mit dessen bombastischen Premiere die Berichterstattung über seine ORF-Sommergespräche komplett abgeschossen. Oh je, das war nicht Absicht. Und Karl Nehammer ist bei der Premiere daher auch nur zur Aftershow-Party erschienen. Er wurde also erst nach der Kurzvorführung von Kurz vorgeführt. Wir besprechen all diese Themen jetzt mit dem bisher eher unbekannten österreichischen Regisseur Paul Schanker. Schönen guten Abend, Herr Schanker. Schönen guten Abend, Herr Klien. Sie hätten ja ursprünglich auch einen Film über Sebastian Kurz machen wollen. Warum ist es dann dazu nicht gekommen? Ja, schauen Sie, zuerst war Kurz und sein Team äußerst begeistert, dass ich das mache. Aber wie sie draufgekommen sind, dass ich einen kritischen Film machen möchte, haben sie ihn abgelehnt mit der Begründung, das wäre nicht objektiv. Und ich habe dann noch ein überarbeitetes Drehbuch zugeschickt bekommen, aber Fantasy und der Science Fiction ist nicht so meins. Und dann bin ich halt ausgestiegen.
Und das hat Sie dann offensichtlich auf die Palme gebracht. Ja, aber leider nicht auf die goldene. Okay. Den Zuschlag für coolster Film hat dann ja die Produktionsfirma Pongo Film bekommen, ja, mit dem Regisseur Sascha Köln-Reitner. Also ich muss an dieser Stelle dem Herrn Kollegen wirklich herzlich gratulieren, weil es war sicher nicht leicht, aus einem Wahlplakat 90 Minuten bewegte Bilder zu machen. Und die Dreharbeiten in New York und Tel Aviv waren sicher sehr aufwendig und nach meiner Erfahrung kommt man da mit einem Budget von 500.000 Euro nicht durch. Aber vielleicht hat das Filmbudget auch der Gernot Blümel kalkuliert und hat sich da um einen Nuller geirrt. Das wäre nicht das erste Mal. Damit sind wir beim nächsten Punkt. Sie haben den Film ja bereits gesehen. Was waren da Ihre Eindrücke? Also zuerst ist mir gar nicht aufgefallen, dass das schon der Film ist, weil ich habe geglaubt, das ist noch immer die Werbeeinschaltung davor. Und ich muss sagen, ich war perplex im Cineplex, ja, sozusagen. Aber es war trotzdem ein sehr angenehmer Kinobesuch, weil draußen war es ja wahnsinnig heiß, es war ein heißer Sommertag. Und drinnen war es doch sehr angenehm kühl, bis ich draufgekommen bin, dass die Klimaanlage gar nicht eingeschaltet war. Die Kälte ist nur von der Leinwand gekommen. Welche Erfolgschancen geben Sie denn dem Film an den Kinokassen? Am ersten Wochenende hat er in ganz Österreich nur rund 4.000 Besucher gehabt. Also ich traue mir zu prophezeien, es wird kein Blockbuster. Ja. 4.000 Zuseher. 4.000 Zuseher, ja. Gut, das ist nicht damit die Hälfte von der Stadthalle, die er gehabt hat bei seinem Wahlkampfbeginn. Und deutlich weniger ist natürlich die Blockbuster Oppenheimer und Barbie, obwohl natürlich Kurz und Oppenheimer einiges gemeinsam haben. Beide Protagonisten haben mit Strahlkraft zu tun, die aber dann in Zerstörung enden kann. Und so wie Barbie ist auch Kurz eine Art Kunstfigur. Ne? Aber Oscar, was glauben Sie, wird Kurz dafür keinen bekommen? Oscar keinen, aber einen Orban wird er bekommen, und zwar gleich in drei Kategorien. Bester Selbstdarsteller, beste Opferrolle und bester Haarschnitt. Ja, vielen Dank für den Besuch im Studio. Gerne. An den Filmregisseur Paul Schanker, oder besser gesagt an Andreas Witasek. Sie werden lachen, es wird ernst. Denn wir sprechen jetzt über das beste Land der Welt. Was sage ich? Des Universums. Deutschland, 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 Deutschland. Erfolg in Schwarz-Rot-Gold. Wirtschaftsmotor Europas, Vorzeigestaat in Sachen Pünktlichkeit und Effizienz. Das Land mit den besten Produkten und den besten Menschen. Ein Land, dem keine Krise zu groß sein kann, ganz nach dem Motto: Wir schaffen das. Ja, dieser Sager steckt so fest in der deutschen DNA wie sonst nur Socken in Sandalen. Aber in den letzten Jahren ist Sand in das deutsche Präzisionsgetriebe gekommen. Laut Prognosen des IWF wird Deutschland als einziges G7-Land 2023 nicht wachsen. Anders gesagt, Deutschland schmiert ab. Bitte was? Wie konnte das passieren? Die Deutschen wollen doch auch weiter noch hoch hinaus richtig durchstarten, komplett abheben. Also hat man in Berlin einen neuen Flughafen gebaut. Am 5. September 2006 erfolgte der Spatenstich für das genauestens kalkulierte und ebenso minutiös geplante Projekt. Doch erste Probleme gab es beim Brandschutzsystem. Irgendwann gingen die Türen nicht mehr auf, während die Sprinkleranlage streikte. Und dann waren die verbauten Ventilatoren auch noch so schwer, dass man Angst gehabt hat, das Gebäude würde einstürzen. Insgesamt musste die Inbetriebnahme 6-mal verschoben werden. Und Panik machte sich breit. Ich kann nur hoffen, dass der Berliner Flughafen fertig wird, bevor das Beamen erfunden ist. Aber keine Sorge, der Flughafen hat natürlich am 31.10. geöffnet. Gut, nicht wie geplant im Jahr 2011, sondern 9 Jahre später, ne? 2020. Durch die jahrelangen Verzögerungen wurde nicht nur Berlin, es wurde ganz Deutschland in gewissem Sinne zur Lachnummer. In gewissem Sinne. Bei der Bauzeit würde sogar Bob der Baumeister ein Burnout bekommen. Noch dazu, auch die Kosten wurden um schlappe 5 Milliarden Euro überschritten.
Aber wurscht, da fährt der Zug drüber. Also, wenn er dann einmal kommt, ne? Der Zug der Deutschen Bahn. Denn 2022 war jeder dritte Zug im Fernverkehr unpünktlich. Wer sich in Deutschland also auf die Gleise werfen will, braucht vor allem eines: Geduld. Aber Flughäfen hin, Bahnhöfe her, Deutschland ist eben wie Österreich ein Autoland. Na, mit dem kleinen Unterschied, dass wir wissen, wie man eine Autobahnmaut umsetzt. Deutschland wollte nämlich eine Maut, die nur Ausländer zahlen sollen. Das hat aber die EU verboten. Und jetzt zahlen die deutschen Steuerzahler 243 Millionen Euro Schadenersatz an jene Firmen, mit denen die Verträge schon unterschrieben waren. Aber dafür kommen die besten Automobile natürlich von unseren Nachbarn. Also ja, zumindest dann, wenn es keine E-Autos sind. Ne? In Sachen E-Mobilität ist den Deutschen nämlich schon der Saft ausgegangen. Zum ersten Mal in der Geschichte importiert Deutschland mehr Autos aus China, als es insgesamt exportiert. Und BMW, Mercedes, Porsche und VW sind zusammen an der Börse derzeit nicht einmal halb so viel wert wie Tesla. Wertloser ist da fast nur noch der Fuhrpark der deutschen Bundeswehr. Bei einer Wehrübung im Dezember 2022 waren 18 deutsche Panzer vom Typ Puma im Einsatz. Leider gab es einen kleinen Zwischenfall und alle 18 Panzer fielen aus. Ja, damals haben die Pumas für Katzenjammer gesorgt. Die deutsche Rüstungsindustrie ist offensichtlich nicht in der Lage, derartige Dinge zu produzieren. Wie nennt man sowas? Genau. Selbst militärisch unterentwickelte Länder konnten sich da ein Lächeln nicht verkneifen. Aber weiter. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock wollte jüngst eine politische Reise nach Australien antreten. Der Regierungsflieger hatte allerdings gleich zweimal eine Panne und so musste Baerbock ihre Reise abbrechen. Ein Flug wie ein Bumerang. Und wieder peinlich für Deutschland, aber natürlich Glück für Australien. Daher meine Frage, was funktioniert in Deutschland eigentlich noch richtig? Klar, die Gleichstellung der Geschlechter, ne, vor allem im Sport. Die Fußballnationalmannschaft der Frauen spielt nämlich inzwischen genauso schlecht wie jene der Männer. Das ist Fakt. Und Fußball und Politik haben derzeit in Deutschland eines gemeinsam, man kann es kaum mit ansehen. Auf Bundesebene macht die aktuelle Ampelkoalition zwischen SPD, Grünen und FDP keine gute Figur. Die Regierung erweckt den Eindruck, dass das einzige gemeinsame Ziel ist, sich gegenseitig auf die Nerven zu gehen und einander bei nötigen Beschlüssen zu blockieren. Bestes Beispiel, der ewige Streit um das Heizungsgesetz. Der Unterschied zwischen den Grünen und mir ist nur, die doktern seit 3 Jahren an ihrer Wärmepumpe rum, meine zu Hause läuft schon. Ja, da geht's um viel warme Luft. Und warme Luft steigt bekanntlich nach oben und mit ihr die AfD. Durch die zerstrittene Koalition ist die rechte Partei zum Nutznießer geworden und liegt in den Umfragen bundesweit bei über 20%. Ich meine, ja, sowas gibt's halt wirklich nur in Deutschland. Okay, fast nur in Deutschland. Und wie die FPÖ in Österreich will die AfD schleunigst zurück in die Vergangenheit. Vor 10 Jahren konnte ich nachts als Frau allein von der Disco nach Hause gehen. Ja, die gute alte Zeit, als Björn Höcke noch eine Frau gewesen ist. Aber wenigstens eine Sache konnte die Ampelregierung in der Zwischenzeit beschließen: die Legalisierung von Cannabis. Klar, denn eingeraucht ist das alles auch viel besser zu ertragen. Da wächst buchstäblich Gras über die Probleme Deutschlands. Doch im Ernst, vor ein paar Jahren war Deutschland noch Papst oder Fußball-Weltmeister, ja sogar Export-Weltmeister. Heute ist die Lage in allen Fällen bedeutend schlechter. Das Superland verkommt immer mehr zum dreispurigen Pannenstreifen in Schwarz-Rot-Gold. Aber so kann es nicht weitergehen, liebe Nachbarn. Wir von Gute Nacht Österreich wollen nicht einfach nur den
österreichischen Finger in die tiefe deutsche Wunde legen. Wir wollen helfen. Und keine Sorge, diesmal schicken wir keinen größenwahnsinnigen Landschaftsmaler, der es in Österreich zu nichts gebracht hat. Unsere Hilfe kommt von Herzen. Nachbar in Not. Hilfe für Deutschland. Ein Land schmiert ab. 85 Millionen Menschen brauchen dringend Hilfe. Die deutsche Wirtschaft schwächelt. Wichtige Bauprojekte stocken. Die einstmal stolze Automobilindustrie gerät in Schleudern. Und wer auf die Bahn umsteigen will, auf den wartet kein Zug, sondern nur Entzug. Dazu ist die Politik am Ende. Diese Regierung hebt einfach nicht mehr ab. Nachbar in Not bittet um Ihre Hilfe. Egal, wo Sie einen Deutschen sehen, bitte nehmen Sie ihn in den Arm und spenden Sie ihm Trost. Auch wenn es noch so schwer fällt. Mehr Informationen im ORF-Teletext auf Seite 2014. Jenes Jahr, in dem es Deutschland zum letzten Mal richtig gut gegangen ist. Das war's auch schon für heute, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sehen uns ab sofort wieder jede Woche. Und ich bin ja ganz froh darüber, dass ich jetzt wieder jemanden habe, mit dem ich in der nächsten Zeit den Wahnsinn der Woche besprechen kann. Denn nach einem verrückten Sommer wird auch ein verrückter Herbst nicht lange auf sich warten lassen. Das ist doch recht tröstlich, wenn man neben Gute Nacht Deutschland gleich im Chor miteinander sagen kann: Gute Nacht Österreich.